Tja. Das war auch so eine super erschreckende Beschreibung, einfach wenn er meint, er ist mal von Halsschmerzen aufgewacht und hat dann einfach blutigen Auswurf gehabt. Oha, das ist dann sonst zum So Arzt. ist er ja danach auch. Und da hat sich dann rausgestellt, yo, deine Stimmbänder sind gerade hart am Limit, schrei mal nicht so rum. Das ist ausgerechnet den erwischt, der sowieso schon von allen Seiten praktisch zerstört wird. Ja, Revi hat es noch nicht getroffen. Nee. Ich glaube, Revi und der Drachenlord sind so die zwei, die haben einfach Stimmbänder aus Stahl. Die schreien so viel permanent drum. Ich glaube, ihr könnt mit ihren Stimmbändern Gewicht heben. Aber was ich mitbekommen habe, ist, dass hier der, sag schon, der Revi, der hatte nicht hier die, war das, entweder war das ein Gag und ich habe es nicht mitbekommen, oder der hat tatsächlich die Anise Duck geheiratet. Nee, vermutlich nicht. War doch mit der anderen da zusammen. Calusi? Meine, der hat er sich getrennt. Von der hat er sich getrennt. Ich habe Gerade tatsächlich für ein die Video Jüngeren. gesehen, wo er sich mir von was wurde die Hochzeit mit der vielleicht war es ein Gag, PR-Gag oder so. Das war's 100%. Das ist sowas, das würde er machen. Hochzeit mit Anita Dach. Das wird er wahrscheinlich gemacht haben, um die Gerüchte zu entkräften, dass er mit dieser, wie hieß sie nochmal, ich glaube, Reefed, wie sie zusammen wäre. Event einfach geküsst hat. Einvernehmlich. Also, ich bin auch davon ausgegangen, dass die zusammen sind, ehrlich gesagt. Ich meine, ich interessiere mich nicht Was ist, ich dafür, meine, aber. juckt's? Nee, absolut nicht, aber ich frage mich halt. Gibt ja mal die Leute, die dann immer, Hilfe, ich bin doch mit dem YouTuber zusammen. Ich meine, was Ja, interessiert's euch? diese Leute heißen BuzzFeed und wie hieß nochmal das eine komische Magazin? Was juckt's euch? Ich meine, selbst Es wenn. sollte Okay, niemanden ich habe hier einen interessieren. Villager. Ich habe hier gerade einen Villager, der zwei Lamas hinter sich Ja, das führt. ist der Händler. What the fuck? Mir kann ein Villager mit zwei Lamas an der Leine. Wie gesagt, das Okay. ist der Händler. Den hatte ich doch vorhin erwähnt. Kann ich mit dem handeln? Kannst du Rechtsklick? Okay, aber für Smaragde. Okay, hat Ja. einen Tropenfischeimer. Sehr schön. Hat keine schlechten Sachen. So, ich habe mir jetzt hier erstmal schön So, dann haben wir gleich das den Land Eingang. erweitert. Die wollten auch den Eingang fertig. Ich bin zufrieden. Ich mach nur das bisschen, was da oben steht, weg und ich glaube, dann mache ich für heute Schluss. Mach ich auch gleich. Wird ja auch spät. Machen wir die Viertelstunde noch bis 0 Schon Uhr. spät. Aber ich brauche viel Diorit. Ich muss noch ein paar Diorit finden. Wir haben eine Mine. Alles cool. Ich habe bestimmt noch was in der Kiste dort drüben. Dann bin ich auch so gut wie fertig. Ja, ich überlege noch, wie ich die Müssen Wegführung aufpassen, hier dass der Händler vielleicht uns besser nicht mache. abhaut. Ist der irgendwie ans Dorf gebunden oder wie kriegen wir das, dass der nicht Entweder du abhaut? bringst ihn um oder er haut halt irgendwann ab. Okay, können wir den nicht bei uns behalten? Wozu? Die Lamas sind das, Zum was du willst. Handeln. Ja, wozu? Der verkauft eigentlich nur Scheiße. Vielleicht kann man die Scheiße irgendwann mal gebrauchen. Ja, aber das kannst du alles finden. Du musst halt ein bisschen weiter weg. Apropos, ich glaube, ich bringe ihn mal um. Nein. Aber halt die Aber die Lamas Lamas. nicht. Die Lamas musst du irgendwo festbinden. Oha. Ich habe einen Enderman direkt vor meiner Tür. Oh, der kommt.
Vor der Hobbit-Höhle ist halt, was sich für Gesindel hier herumtreibt, das ist halt wirklich kriminell. Was sich hier so alles rumtreibt vor meiner Tür. Nicht, dass sie die noch Staubsauger verkaufen wollen. Die Staubsaugervertreter. Das sind die schlimmsten. Und die sind erschreckend reich. Gab's da nicht auch mal ein Video von Flipflight? Ja, du? Das React auf die eine Hans-Doku. Die hab ich doch auch schon gesehen. Ja, deshalb, die sind halt erschreckend reich. Verstehe gar nicht, dass man so viel Geld mit so einer Scheiße verdienen kann. Mit Manipulation der Kunden. Ja, und das Schlimmste daran ist, warum mache ich das nicht? Ich weiß, dass ich das extrem gut könnte. Weil du ein Herz hast. Nein, weil ich einfach nicht die Kontakte habe. So, da kommt dann ein Zaubertisch hin und da kommt dann hier. Gehst du mal ins Bett, damit wir Tag haben? Ziemlich eng hier drunter. Doppelstockbett. Ah ja, sehr gut. Okay, ich bring den. Kannst du gleich mal. Kannst mal reingucken, wie es bei mir jetzt gleich aussieht. Ja, mach ich. Kannst auch bei mir nochmal die schöne neue Blume. Dann können wir gleich nochmal machen. Ich bin so gut wie es geht fertig, ja. Denk, dass es. Hast du eigentlich bei mir den wunderbaren Fernseher gesehen? Ich würde das so als fertig betrachten. Nee, ich war bei dir noch nicht so wirklich drüben. Also hier kommt noch ein Bücherregal hinten rein. Ansonsten. Es werden wahrscheinlich ein, zwei Schafe drauf gehen, aber ich versuche möglichst nur den Händler zu treffen. Oh, Creeper. Warum? Zum Glück sprengen die Creeper hier nichts mehr in die Luft, da bin ich so heilfroh drüber. So, und das Zeug will ich jetzt irgendwo, werde ich jetzt drüben verstauen. Nein. Die Bilder hat er noch. Oh, ich habe noch 4 Bilder, die kann ich aufhängen. Okay, Händler ist tot. Schluchz. Händler ist tot und Lamas verfolgen mich. Oh, ich glaube, ich habe einen Lama auch erwischt. Die sind jetzt natürlich böse auf dich. Lamas. Ja, das andere, ja, das beruhigt sich wieder. Entweder das oder Kopf hat jetzt einen Abwehrmechanismus gegen mich hier. Okay, war aber erfolgreich. Händler ist tot. Oh, ein Bild von einem Creeper, sehr schön. Bild von einem Creeper. Ich glaube, dein Lama ist ausgebrochen. Oh nein. Leine ist wieder an. Ich habe gerade keine Leine dabei. Ist dein Pferd eigentlich noch da? Oder ist das auch irgendwann gestorben? Oh nein, bitte nicht. Du bist noch neben der Holzhütte sein. Die war noch vorhin noch da. Ich glaube, dein Pferd ist auch. Oh nein. Ferdi und Horst. Irgendwann hat sich wahrscheinlich die Leine gelöst. Die sind wohl weg, oder? Nee, ja, sieht so aus. Die waren vorhin noch da. Ich habe noch vorhin noch nachgeguckt. Ja, ich weiß. Ich habe nichts dran gemacht. Das Lama ist noch da. Ja, aber es ist halt auch. Hat euch keine Leine. Da muss ich mir ein neues holen. Ja. Ich habe auch keine Leine gerade parat. Oder doch? Eine Leine habe ich noch mit dabei. Mein gutes Pferd. Da muss ich mir ein neues Pferd holen. Es war doch gesattelt. Das kann doch nicht weg. Das kann doch nicht abgehauen sein. Ja, natürlich. Es kann laufen wie ein normales Pferd, wenn es Lust hat. Aber despawned kann das nicht sein. Nee, despawned nicht. Höchstens umgebracht von irgendeinem Monster. Aber das ist doch nicht weit gekommen, oder? Oder ist es wahrscheinlich umgebracht worden? Okay, lass uns nochmal gucken. Zombie oder ein Creeper. Okay, das ist dein Haus hier. Thaddeus Haus. Mhm. Hier liegt Zombiefleisch bei dir. Ja, schön. Ach, der Fernseher hier. Was läuft denn heute? Bei mir laufen die Osterinseln. Und hier haben wir einen Kartenraum. Ja, oben ist halt der Kartenraum. Der muss halt noch entweder deutlich Da fehlen hier noch zwei. Hier fehlen noch zwei. Da ist noch freier. Ich mache hier die ganze Wand voll. Haben wir zumindest einen guten Überblick über unser Gebiet. Also bei mir ist hier ein Landschaftsbild drauf, so ein Gebirge. Das Gebirge. Ja, aber hier ist halt Osterinsel im Sonnenuntergang drauf, ist halt ähnlich. Das Regal finde ich halt cool aus dem Bambus. Was Regal? Achso, hier das Bambusregal. Auch nicht schlecht. Ja, finde ich ganz cool, dass man es benutzen kann. Und sogar reingehen oder so. Also jetzt kann man Hobbit-Höhle gucken.
Ich bin schon auf dem Weg. Ich kann gar nicht sprinten. Da sieht man auch einiges mit hier mit den. Mit den Büschen, die ich jetzt da oben drauf gepackt habe. Das sieht jetzt ein bisschen grüner aus. Ich hole mir auch gerade was zu essen. Ja. Langfristig werde ich mich damit von den Melonen und von den Sachen ernähren, die ich dort drüben anbaue. Ich hab dich übrigens an der Leine. Schön. Du bist offiziell geangelt. Juhu. Machen wir gleich mal einen Abschluss des langen Streams. Ja, hattest du eigentlich in der Zwischenzeit Zuschauer? Außer dich nicht wirklich. Als wir die Pause gemacht haben, genau zur Pause, kam noch ein Dritter mit rein, aber der hat sich dann. Immer so. Der hat sich dann wieder verabschiedet, weil Pause war. Hast du irgendwas zerstört jetzt hier? Das hat Claire gemacht. Das war meine Angel. Achso. Ich hab die gerade noch die letzte Kaffee. Ja, hier kommt dann noch eine große Bücherwand rein. Mhm. Da soll es reinkommen und hier auch noch Bücherregal. Das was hier Holz ist, soll Bücherregal werden. Da an der Wand auch noch Bücherregal. Und hier, der Stein soll ein Zaubertisch sein. Mhm. Jetzt ersetzt. Und hier sollen die Tränketische rein, hier in die Ecke. Das ist die Tranke-Ecke, ah, ja. Wo man sich reinsetzen kann. Oh, den Amboss hast du anscheinend schon ein bisschen benutzt. Aha. Habe ich das? Den habe ich. Der ist leicht angebrochen. Den habe ich schon mal fallen lassen. Ah ja, okay, da. Schon zwei, dreimal fallen lassen. Ah ja, und schicke Bilder hast du hier. Die Bilder hier. Was ist denn da bei dir zu sehen? Hier ist eine Nachbarschaft zu sehen. Okay. Bei mir ist da gar nichts zu sehen. Ich verstehe gar nicht, was da drauf ist. Hier ist Dschungelbiom. Okay. Das ist ein Blumenstrauß. Und hier ist, ich glaube, Bambuswald als so eine Art. Das ist ein verdammter Creeper bei mir, das ist ein verdammtes Creeper-Bild. Es ist das Bild, ja. Okay. Ich verstehe nicht, was hier ist ein Stillleben. Hier ist ein Stillleben mit, das scheint irgendwie eine Flasche zu sein, irgendwie. Dann Apfel das daneben, hier? Irgendwie ganz verpixelt. Das sind bei mir vier Pfannen. Das ist halt, ja, das ist ein, da sind zwei Äpfel sich da und zwei Flaschen, Weinflaschen oder so. Ganz hübsch. Das hier, keine Ahnung, was das ist, irgendwas Blaues und was viel Weiß, viel Blau. Das ist halt bei mir eine Nachbarschaft. Und das hier sind halt eindeutig Pfannen, die aufgehängt sind. Also hier ist praktisch deine Küche bei mir. Okay. Aber ich verstehe die Kontrolle hier echt nicht. Was verstehst du nicht? Das grüht hier. Ich verstehe nicht, was das soll. Ja, Eingangsdeko. Ja, das passt halt überhaupt nicht dazu. Ich würde hier halt eher Sandstein mit Bannern nehmen. Hier ist ein Händler. Hast du ihn nicht getötet? Doch. Eine Seegurke verkauft er. Das ist ein Geist. Das ist eine Seegurke. Das ist ein Geisterhändler. Also, es macht schon Sinn, die grüne Tür, weil, also normalerweise. Modi, normalerweise sind die Türen grün, deswegen ist halt hier Ersatz, der Rahmen grün. Müssen wir mein Zeugs alles verstauen. Der Händler ist offiziell tot. Die Lamas kannst du haben. Die spucken hier nur. Die spucken nur mich an, weil ich einen Boss getötet habe. Ich nehme mir mal eins mit. Das ist das harmlose. Mach das. Ich habe viele Truhen und viele. Lol, viele. Die kommen beide mit, wenn man eins anleint. Okay, das ist cool. Ich hab so viele Truhen und Fässer hier drin. Ich habe Lagerplatz für so viel. Ist halt wirklich. Okay, und ich besitze jetzt offenbar zwei Lamas. Herrlich, wie viel Lagerplatz ich hier in der Bude habe. Ich kann hier mein Zeug eigentlich hier drin lagern. Wohin ich euch an? Kann ich euch hier an den Tempel anleiten? Da kommt die Werkbank rein, da kommt Schere rein. Und Blumentopf habe ich auch noch drei, ja. Ihr seid jetzt in der Ecke. Ich glaube da oben. Ich glaube hier ist einfach meine Zoo-Ecke. Der Vogel und die drei Hunde sind auch hier in der Nähe. Ja, das sieht gut aus. What the fuck? Hm?
Hier wollte ich noch eine Blumenvase draufstellen. Wo stelle ich die Vase jetzt hier noch hin? Vor das Bild. Hm, sehr schön. Nee, vor das Bild passt es irgendwie nicht. So, hier und da müssen noch hübsche Blümchen rein. Dann haben wir's. Und eine gelbe. Wollen wir gleich hoch auf den Berg gehen und da wieder unsere Standardverabschiedung machen? Klar, können wir gleich machen. Ich überlege hier gerade noch was. Okay, es ist. Und es hat natürlich direkt geupdatet. Scheiße. Okay. Okay, jetzt hat sie sich geupdatet. Perfekt. Hübsch. Oh, das heißt, ich muss deine auch nochmal kurz wegmachen. Ja, besser. Das kann sich doch sehen lassen, die Inneneinrichtung, oder? Deine ist ganz cool, ja. Kann man drin nehmen. Jetzt unendlich Lagerplatz. Das ist. Offscreen werde ich hier noch ein bisschen weiterhin hier das Feld beernten. Und dann noch ein paar Sachen machen. Melonen und so weiter machen, das geht ja. Mach das, ich gehe gleich. Ich kann mal wieder Platz haben. Wollen wir kurz noch schlafen gehen, bevor wir hochgehen? Das können wir gern tun. Ich habe auch ein Bett dabei, ein orangenes. Sehr gut. Damals was ist jetzt eigentlich, wenn du dann, wenn du in deinem Doppelbett schläfst? Ich suche mir einfach eins davon aus und schlafe in einem davon. Wenn ich im unteren davon schlafe, habe ich direkt ein Brett vorm Gesicht. Sieht dann ziemlich eng aus. Wir können auch übereinander schlafen wahrscheinlich in dem Bett. Ja, ich frage mich halt, was passiert, weil nix. Steckst du an dem oberen Bett, wenn du das untere benutzt und stirbst? Nee, ich stecke in dem unteren. Ich liege in dem unteren, bloß hat das obere Bett über mir. Ich bin halt einfach. Sieht halt einfach so aus, als würde jemand, hätte jemand auf dir ein Bett platziert. Das ist halt. Hast halt einfach ein Bett über dir. Ja, klar, aber ich meine, beim Aufstehen dann spawnst du dann einfach. Ja. Stehst einfach da, nee, stirbst? Stehst daneben. Ach so. Kannst du ja mal ausprobieren. Ja, vielleicht irgendwann dann. Also ich versuche oben auf dem Berg. Ich versuche gerade hochzukommen. Gibt's eine Leiter, eine Treppe? Leiter wäre nicht schlecht. Ja, hier an der Hinterseite habe ich eine Treppe gebaut. Hm, habe ich gesehen. Ja, außer von außen hat sie nicht viel getan. Ein bisschen Grünzeug habe ich noch oben drauf getan auf den. Oh, ja, sieht ganz nett aus. Kein Nil, der Bambus von ist fast und jetzt auch von innen. Ja, heute habe ich hauptsächlich innen gearbeitet. Im letzten Stream außen und jetzt in diesem Stream drin. Also ist halt ja. Hast du eigentlich bei deinem Lagerfeuer unten drunter einen Weizenblock hin? Nee, habe ich nicht. Ist nur normaler. Ja. Nee, wenn ich es abbaue, dann muss ein neues craften. Die lassen sich nicht abbauen. Das ist das Blöde. Ah, gut. Bei mir hat sich original getan. Nichts, außer dass ich hier ein bisschen den Berg weiter abgetragen habe. Und das Haus ist fertig. So, hübsch. Jetzt haben wir hier auch zur Verabschiedung. Ich habe Knochen in der Hand. Ich habe ein Bett in der Hand. Sehr schön, na dann. Ich würde sagen, es ist jetzt auch 0 Uhr. Mitternacht. Ja. Haben wir mal wieder Ewigkeiten gestreamt. Ja, übliche Aufnahmezeiten halt. Na dann. Einfach braucht seine Zeit. Ich werde dann wahrscheinlich noch ein bisschen Fernsehen gucken. Ein bisschen um runterzukommen von den Ghost Stories und so. Ja, na dann. Apropos, ich werde dann einfach mal mir das nächstbeste Kreuz schnappen und einfach in Angst versuchen einzuschlafen. Ach, wir haben doch jetzt Gründe gefunden dafür, das ist doch alles jetzt nicht. Nicht aus Angst vor Geistern, sondern aus Angst vor dem Vodafone-Techniker. Nicht, dass der wieder irgendwas verkackt. Mhm, okay. Ja. Ist doch alles aufgeklärt worden. Brauchen wir keine Angst zu haben. So, Aufgabe für heute. Willkommen zurück.
zur Aufnahme. Mal gucken, das sind... Das Ding für heute ist, dass ich hier den Zaubertisch fertig kriege und das Bücher, die Bücherregale. Vielleicht kriegen wir das heute mal hin. 63 Pixel opfere ich dafür. Dafür, dass es nicht im Vollbildmodus läuft. Mhm. Ja, Mensch. Schrecklich. Okay. Das kann man doch kaum abhaben. Wie war denn hier? Ernten kann ich auch mal ein bisschen. Habe ich auch zwischendurch schon gemacht. Kannst du auch mal den Berg hintenrum terraformen? Das sieht ja schlimm aus. Das hatte ich ja auch noch früher oder später mal vor. Wand. Ja, das wollte ich auch noch früher oder später machen. Und ja, Modi meint, ich brauche Diamanten dafür. Wie war denn das Rezept nochmal für Zaubertisch? Obsidian und Diamanten brauchst du. Obsidian habe ich ja irgendwie schon. Obsidian habe ich ja schon. Wenn es mir keiner geklaut hat. Von unten nach oben und links, links nach rechts ist es Obsidian, Obsidian, Obsidian. Zweite Reihe Diamant, Obsidian, Diamant. Dritte Reihe leer, Buch, leer. Für einen Zaubertisch. Jo. Also ich brauche wie viele Diamanten dafür? Ein. Nein, nee, zwei. Zwei Diamanten, okay, das lässt sich vielleicht kriegen, wenn ich da Diamanten finde. Modi meinte, in der Höhle, in seiner Höhle wären welche. Eventuell. Also Obsidian habe ich zwei. Obsidian habe ich zwei, die habe ich mal gesammelt unterwegs. Habe ich mal in eine Kiste gekriegt. Modi, hast du noch einen, also wie viel Obsidian brauche ich denn für einen Zaubertisch? Ja. Keine Ahnung. Vier. Okay, ich habe jetzt zwei. Wo krieg ich zwei Obsidian her? Wir haben eine Höhle voll und wir haben eine Diamantspitzhacke, also kannst du auch den Rest holen. Die Obsidian, die Spitzhacke müsste ich mir mal ausleihen. Nimm sie dir, die ist gemeinschaftlich, ist gut. Ist ja Kommunismus. Unser. Minecraft-Kommunismus. Davor waren die Space Rocks doch die ganze Zeit. Ja. Unser. Oder rufen sie dazu auf? Ich bin mir ganz sicher. Ich glaube, sie rufen dazu auf. Würde ich eher dazu sagen. Sie rufen dazu aus, definitiv. Da müsste ich vielleicht erstmal mehr Zeug loswerden, weil mit dem ganzen Zeug runterzugehen wäre ein bisschen blöd. Das wäre eine schlechte Idee. Ja, gut. Habt ihr gerade ein Bett bei der Hand? Dann können wir gerade mal. Ich gehe gleich wieder hoch zum Haus. Ich entwalde bloß die Gegend neben meinem Haus. Okay. Warte mal. Nee, im Haus drüben. Ups. Okay, so, Spinnenauge. Ich habe hier zwei Betten, also wenn noch jemand mit mir schlafen will. Oh. Ich habe ein Doppelstockbett. Unter mir kann auch noch jemand schlafen. Ich bevorzuge meins. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich mein Reisebett hin hab. Sehr schön. Okay, dann platziere ich hier mal. Ein Bett nehme ich mit. Sticks nehme ich auch mal mit. Ein bisschen Holz nehme ich auch mit. Vielleicht brauche ich da unter der Erde auch ein bisschen was zum Craften. Ja, dann nehme ich auch mit. Keine schlechte Idee. Den Rest kann ich eigentlich hier lassen. Oh, die Fackeln wären auch nicht schlecht, die mitzunehmen. Wäre meine Idee. Und den Rest packe ich hier mal in eine der vielen Kisten und Truhen, die ich hier habe. Ich habe scheinbar aus Versehen ein Lama gefangen. Sortiert wird später. Ich glaube, das Lama ist drin gespawnt. Wir hatten einen Händler zwischendurch. Und ich habe meinen. Aber es hängt kein Händler mehr dran, von daher würde ich mal sprechen. Ja, den habe ich umgebracht. Ja, dann ist das da wohl irgendwann reingelaufen. Ich habe mein Pferd Ich habe auch eins bei mir hängen. Ich habe Horst und Ferdi verloren. Die sind irgendwann abgehauen. Steht das Balkonpferd eigentlich noch da? Und Juan, ob der schon dennoch da steht, muss man Prof sagen, wie das bei ihm aussieht. So, Diamantspitzhacke muss er mitnehmen. Gucken, ob er noch da steht. Diamantspitzhacke muss er noch mitnehmen und ja. Ja, das ist bei mir in der Kiste. Ja, das Pferd steht noch da. Aus der Spitzhacke brauche ich nichts unten, oder? Ich habe jetzt 11 Fackeln. 11 Fackeln habe ich dabei. Ein Bett habe ich mit dabei, falls wir schlafen gehen müssen. Schild kannst du dir noch mitnehmen, falls Monster auftauchen. Hier, Spruce Planks habe ich. Ich muss mal auf Deutsch einstellen. Option. Das habe ich doch vorhin umgestellt. Muss jetzt bei jedem Einstellung neu. Muss ich jedes Mal neu umstellen, wahrscheinlich. Wenn ich auf den Server komme. Ja, ich begebe mich dann kürzlich. Fichtenholzbretter habe ich hier.
Und ein bisschen Erde habe ich noch und Sticks. Ich brauche Blumen für meine ganzen Balkonkästen. So, wo ist die Spitzhacke? In einer von meinen Kisten. Ich glaube, den neben den Fässern. Oben bei dem Feuchtenhaus. Du meinst bei dem Turm, ja? Okay, hier. Ja, hier. Diamantenspitzhacke. Hab sie gefunden. Sollten ja, wir dann aber noch. Das Schild solltest du auch noch mitnehmen, okay. Falls Monster auftauchen. Nehme ich mit. Ich müsste, glaube ich, auch noch eine Rüstung drin haben. Die kannst du auch haben, wenn du willst. Okay. Wie du meinst. Eisenharnisch. Eisenstiefel habe ich hier. Nimm dir einfach alles mit. Und Goldbeinschutz. Goldbeinschutz habe ich. Ja, der müsste sogar verzaubert sein. Das Eisenschwert könnte ich vielleicht auch mal mitnehmen, das wäre auch nichts Verkehrtes. So, dann habe ich doch hier eigentlich Platz. Da brauche ich. Ich würde mir noch eine. Oh, Fortschritt erzielt. Sehr schön, ja. Weil ich das auch hier auf Bogen habe. Ich würde mir noch eine Eisenspitzhacke oder falls ich die nicht habe, eine Steinspitzhacke mitnehmen, damit ich nicht mit der Diamantspitzhacke noch Stein abbauen muss. Und so, das wäre ein bisschen dämlich. Okay, wie viel Eisen? Ich glaube, ich sollte auch mal Eisen mitbringen. Ich habe noch 16 Eisen. Mhm. Wenn ich unterwegs was finde, sollte ich mal. Wäre das vielleicht keine schlechte Investition, das mal mitzubringen. So, Eisenspitzhacke und Eisenschwert mache ich noch. Ich brauche keinen. Ich habe ein Eisenschwert von dir genommen. Okay. Dann ziehen wir mal das Zeug an. Eisenharnisch. Verzauberte Goldhose. Ich habe noch ein Goldschwert hier mit drin. Verzaubertes Goldschwert. Lohnt sich das mit mehr zu nehmen oder Haltbarkeit 1? Ist eigentlich egal, nimm mit, was du willst. Ist halt fast kaputt, das ist halt. Und Gold ist halt wirklich fertig. Sinnlos. Goldschwerter sind sowieso unnütz. Und Haltbarkeit auch, mit. Also. Spitzhacke. Diamantspitzhacke erstmal ins Inventar. Die werde ich jetzt noch nicht gleich brauchen. So, dann bin ich, glaube ich, bestens ausgerüstet. So, wo meinst du, soll ich rein? In deine Höhle. Du willst sowieso ja. Mal gucken, wo die ist. Da meinst du, gibt es gute Chancen. Ich kann mal eben mitkommen, Moment. Ist jetzt gut fürs Video, dass ihr das denn alle mampft. Ich habe heute noch nichts gegessen und wie gesagt... Modi mampft und Prof ist schlecht zu hören durch seine Webcam. Ich hab hier zwei Burger und eine halbe Flasche Wasser stehen und ich gedenke, die heute Abend aufzubrauchen. Ach, passt schon. Und was soll das sein, Modi? Was soll diese Lampenfarm hier darstellen? Was für Lampenfarm? Hier vor deinem Haus, direkt vor dem, zwischen deinen beiden Häusern. Das ist so ein Klotz mit 1, so, 2, 3, 4. Ja, Kakao, falls du braunen Farbstoff brauchst. Okay. Alles klar. Oder Schokokekse. Ganz genau. Die wichtigen Dinge. Eine Schokofarben. Und wo bist du? Ich bin direkt neben dir. Ah, sehr gut. Zeig mir mal deine Höhle. Ja, ganz unten. Da wollte ich auch noch eine richtige Mine mit schönem Eingang draus bauen und dann kam die Baumfarben. Ja, da war ich ja schneller. Direkt hier das Loch. Alles klar, runter geht's. Und meine Eisenspitzhacke. Mit allen nötigen. Weiter. Ah, wir haben noch Gold drin. Ja. Und 19 Eisen, das sind noch im Ofen. Falls du dir vergessen hast, vielleicht. Nee, ich brauch da halt kein Eisen. Nimm die mal mit hoch. Oder ich nehme sie einfach. Ich nehme sie mit, wenn ich jetzt. Ist jetzt blöd, wenn ich verloren gehe. Wenn ich jetzt sterbe. Ich sollte einfach nicht sterben. Okay. Das klingt ist nur Eisen, das ist nicht selten. Das viel fürs Leben. Ja, aber Eisen fehlt mir gerade. Was soll's. Dann, wenn ich sterbe, verliere ich sowieso eine Diamantenspitzhacke. Also. Ja. Ich sollte vielleicht wirklich nicht sterben. Ich bin gerade gestorben. Okay.
Das ist scheiße, so musst du es halt nicht machen, Zwerg. Ich sollte es dir nicht nachmachen. Ich habe dein ganzes Zeug, das will ich jetzt nicht einsammeln. Ja, Moment, das sind 90% Spitzhacken. Moment. Okay, das brauche ich nicht, das Zeug. Nein, das sind alles Steinspitzhacken. Die brauche ich. Ich will den Berg weg. Nahrung wäre vielleicht auch nicht blöd gewesen. Dann hol sie dir. Ich lasse da liegen. Geht's noch weiter runter irgendwie, oder? Du kannst das Wasser bis ganz nach unten nehmen. Ich warte jetzt auf dich, dass dein Zeug dort abrührst. Bevor ich da reinrenne. Ja, alles erledigt. Guter Fahrstuhl. Hier ist nochmal das Nötigste. Hier kannst du, keine Ahnung, irgendwas hinbauen. Ich kann mir mal die Werkbank, vielleicht kann ich die mal brauchen. Oder ich lasse die da stehen lassen, weil dann kannst du hier direkt craften. Hier ist so die Zwischenbasis und hier ist die Höhle, hier kannst du überall hin. Ich gehe jetzt gerade auf Lava-Ebene runter. Das könnte. Diamanten sind, soweit ich weiß, immer auf Lava-Ebene. Hier ist alles Lava-Ebene. Also, die hingen hier irgendwo random rum. Ja, aber hier hast du ja schon. Rumbauen. Hier hast du schon gesucht, deswegen. Oha. Ich hab nicht gesucht, die hingen einfach hier an der Wand. Verdammt, scheiße. Wie komme ich jetzt hier raus? Ich bin in einen Lava-Block gefallen! Und hab natürlich die Spitzhacke und alles verloren. Juhu, hurra! Na, sehr schön. Wow. Na toll, wow. Du bist nicht mal in diesen riesigen Lavafluss gefallen. Du bist in den einen Block, den ich nicht zugebaut habe. Okay, wir sollten eine neue Spitzhacke craften. Ja, gut, dann such mal Diamanten. Hast du noch Diamanten? hast du noch Diamanten?